wir haben uns heute mal Waldmeister-Sirup gemacht. Da haben wir ein bisschen eingefärbt, das wird nicht so grün. Wir zeigen euch, wie es geht. Bleibt dran. Viel Spaß. Wir haben bei uns im Garten unseren, wie habe ich gesagt, Waldmeister wieder entdeckt. Und da haben wir uns gedacht, dieses Jahr machen wir uns endlich mal Sirup, weil manchmal haben wir das vergessen, manchmal ist er nicht gewachsen. Diesmal nehmen wir uns hier einfach ein paar Zweige weg und trocknen den erstmal über Nacht, weil ich habe mich immer gewundert, das riecht gar nicht nach Waldmeister, also ist es da kein Waldmeister, doch, ist es doch. Das muss man nämlich erst antrocknen lassen und dann riecht es erst nach Waldmeister. Aber wenn es getrocknet ist, riecht es erst nach Waldmeister? Dann riecht es erst nach Waldmeister. Wir müssen jetzt einen Tag in der Sonne hängen zum Trocknen hier bei uns auf der Terrasse. Und dann riecht es nach Waldmeister. Und dann können wir unseren Waldmeister-Sirup machen. Ui. Erstmal was ernten. Ja. Wir haben uns dann jetzt zwei solche, naja, Sträußchen fertig gebunden und hier an der Terrasse aufgehängt, dass da kein Regen dran kann und das Dach hier hängt natürlich. Und jetzt solltet 24 Stunden erstmal so antrocknen, anwelken oder vertrocknen. Und dann kommt erst der Geruch und Geschmack. Warum das eigentlich? Keine Ahnung. Ich habe mich immer gewundert, warum, wenn man das so flippt, riecht einfach nicht nach Waldmeister. Ich habe immer gedacht, das ist bestimmt das falsche Zeug. Aber nein, das ist das Richtige. Man muss das nur antrocknen lassen. Komisch, ja? Müssen wir jetzt 24 Stunden warten. Und dann können wir morgen mal schnuppern. Ja, das machen wir ja sowieso. Ja. Ist ja unser Plan. Ja. Für unseren Waldmeister-Sirup hatten wir jetzt gestern ja nun diese Stängel zum Trocknen und Anwelken in die Sonne gehängt. Jetzt nach 24 Stunden soll man sich dann erstmal so einen Sirup kochen, eigentlich im Topf 20 Minuten köcheln lassen. Aber dann müsste ich ja immer dabei stehen bleiben, umrühren und gucken. Und ja, ich habe so einen Mambo, wie andere einen Thermomix haben, werde da mein Wasser einfüllen. Ich brauche jetzt 1 Liter Wasser. Und nehme dafür, jetzt muss ich meine Waage entstellen, 750 Gramm. Ist eine kleine Waage mit drin, oder? Ja, 750 Gramm Zucker mit ein bisschen mehr, das macht das ohne Scht. Lieber mehr zu wenig. Lieber mehr als zu wenig, das ist bei Sirup halt so. Gleich kommt ein riesen Blups. Du musst da rausnehmen. Blups. Ach, ich kann auch 800 nehmen. Mehr schadet nicht. So, ungefähr 800 Gramm. So, jetzt muss ich. Also, ich habe jetzt bloß mein. Also, ich habe da gab es 2 Töpfe zu. Einmal mit so einem, wo man auch drin schreddern kann mit so einem Messer und einmal, wo man halt nur mit rühren kann. Ich habe jetzt nur das Rührdingens genommen. Mehr braucht man ja nicht. So, jetzt muss man den Deckel drauf machen und gut verschließen und dann kann man weitermachen. Jetzt wollen wir 20 Minuten, haben sie ja gesagt, 20 Minuten einstellen. 20 Minuten und dann jetzt kann ich das von hier aus ja nicht sehen. Also hier stellt man die Geschwindigkeit ein. Ich lasse das einfach nur langsam auf, na komm, auf 2 drehen. Dann braucht man eine Temperatur. Das ist das hier. Das machen wir auf, sagen wir 90 Grad, nicht ganz 100 Grad. Das wäre ja kochen. Wir machen 90 Grad, dass das so langsam vor sich hin köchelt. Und dann kann das losgehen. Zack. Und jetzt rührt es alleine, erhitzt es alleine. Ich brauche mich nicht drum kümmern. Und das ist jetzt so wie lange? Ich mache jetzt bloß hier oben den Deckel ab, 20 Minuten. Ich mache jetzt bloß da oben den Deckel ab, damit Luft, also Wasserdampf raus kann. Die 20 Minuten sind um, meine Maschine hat sich ausgestellt, mein Mambo. Und dann können wir jetzt den Deckel abmachen. Und dann muss der Sirup umgefüllt werden. Das darf man da natürlich nicht drin fassen. Das ist ja heiß. Ja. Ich muss an den Deckel anfassen. So, ich fülle mir das jetzt in einen bereitgestellten Topf um, damit es dann da auskühlen kann. Und dann soll erst der Waldmeister darin und die Zitrone. Soll ich den Waldmeister mal zeigen? Jetzt lassen wir das erstmal abkühlen. Ja.
Der sieht ja ziemlich zerknautscht aus. Ja, aber jetzt riecht die ganze Küche nach Waldmeister. Jetzt riecht es wirklich. Vorher hat es überhaupt nicht geschnuppert. Und bevor ihr die Sträußchen bindet, hatte ich vergessen zu sagen, muss man das natürlich kalt, unter kaltem Wasser ein bisschen abbrausen und dann erst zum Sträußchen binden und trocknen lassen. Ich habe es jetzt aber nochmal abgebraust. Wegen den Pollen. Weil bei uns hier so viel Pollen sind, bei uns ist alles gelb draußen. Also alles, wir haben einen Wald gleich hinter. Der Wald muss wohl irgendwie blühen und da kommt jetzt Wahnsinn. So, jetzt müssen wir das andere da abkühlen lassen. Ja. Und dann kommt der Waldmeister rein. Genau. So, wir haben den Sirup jetzt abkühlen lassen und ich habe jetzt schon mal eine Limette reingemacht. Man kann eine Zitrone oder Limette nehmen. Ich hatte bloß eine Limette. Und jetzt kommt dieses Waldmeister hier mit rein. Ich lasse es so, dass diese Stängel nach oben hier rausgucken. Diese Stiele sollen rausgucken. Warum auch immer. Ich mache das jetzt einfach mal so. Dann kommt ein Deckel drauf. Und dann soll man das auch wieder 24 Stunden ziehen lassen. Und da bin ich ja mal gespannt. Wir hatten das Ganze jetzt über Nacht in dem Topf ziehen lassen hier und schnuppert schon richtig dolle nach Waldmeister. Bin mal gespannt, wie das schmeckt. Jetzt müssen wir das durch ein Sieb, durch ein Tuch. Ich habe jetzt hier immer so ein Baumwoll-Trockentuch. Da gieße ich das jetzt einfach mal durch und dann müssen wir das nochmal aufkochen. Jetzt überlege ich, wo ich das hier hinpacke, so lange. Ein dickes Gesicht. Das ist ja alles raus, was drin war. Jetzt müssen wir das hier bloß reingießen. Aufwendig ist es aber ganz schön. Ja, das ist ja mit dem anderen Sirup auch so. Jetzt darf man natürlich diese Tücher nicht mit, wie heißt das? Waschmittel. Waschmittel schon. Nehme ich ja so ein Feinwaschmittel, hier Mikrofaserwaschmittel, aber eben nicht mit Weichspüler behandeln. Hier muss ich da durchlaufen. Perfekt. Und dann kann es wieder in den Topf rennen und dann kochen wir das nochmal auf. So, ich habe das jetzt einfach in den Topf wieder zurückgefüllt und jetzt lassen wir das nochmal so ein paar Minuten aufkochen und dann kann es umgefüllt werden. In der Zwischenzeit mache ich ja schon meine Flaschen, also richtig in kochendem Wasser sterilisieren, damit wir dann die Flaschen sauber und steril haben, wo dann der Sirup reinkommt gleich. Heiß denn noch. So, jetzt ist es nochmal ungefähr so 3-4 Minuten, vielleicht auch 5, habe ich es kochen lassen. Habe jetzt da auch noch ein bisschen grüne Lebensmittelfarbe reingemacht, damit man gleich sieht, dass das Waldmeister ist. Blau. Nee, gut. Naja, das wird so leicht grünlich. Naja, ist halt nur, dass es farblich erkennt. Dass man sieht, dass das nicht unser Holundergelee ist. Oder ich mache sowieso auch noch einen Aufkleber drauf, aber dass man sieht, dass das was anderes ist. Dass man so das Gefühl gleich hat, oh, das ist Waldmeister. Ja. Naja, das wird schon grün. Müssen wir das alles infüllen und dann gleich Deckel drauf machen. Ganz wichtig. Damit es schön konserviert ist. Ja. So, hier die erste Flasche. Oh, sieht doch richtig schön grün. Ja, sieht schön. Mach das gleich zu, den Deckel. Mach du das, ich muss hier umfüllen. Ah. Ja. Sieht das mal nicht schön grün aus. Ja, hier habe ich jetzt ein paar Flaschen, die schickt mir immer eine Freundin, die benutzen diese Dressing. Und dann kriege ich immer die Flaschen geschickt. Brauche ich keine kaufen. Man kann ja alles wiederverwenden. Man muss das halt nur sauber machen und dann geht das halt. Und umso heißer das beim Zumachen ist, umso besser konserviert. Jo. Nimmt doch langsam Form an, oder? Oh. Ja, wenn du mich immer anplapperst, dann komm ich hier ab. Entschuldigung, dass ich da was gesagt habe. Ja, Mensch. So, jetzt haben wir alles abgefüllt. 5 so eine kleine Flaschen mit jeweils 250 Milliliter sind das, glaube ich. Ich glaube, die haben alle 250 Milliliter. Also 1,25 Liter. Wir können uns jetzt richtig besaufen damit. Jetzt müssen wir es abkühlen lassen und dann werden wir uns mal so einen schönen eiskalten Drink heute Nachmittag hinnehmen. Oh. Ja, wir werden ja wieder 30 Grad bei uns. Oh. Mit Blubber? Plan? Nee. Mal sehen.
Ich habe dann jetzt an meine Flaschen noch Aufkleber rangemacht. Früher habe ich immer mal gedacht, naja, mein Gott, kann man auseinanderhalten alles. Aber je mehr Marmelade oder Säfte und oder Sirups man sich macht, irgendwann wisst ihr dann doch nicht mehr, was dran ist. Also macht euch da lieber so einen Aufkleber drauf, einen Zettel dran oder was auch immer. So, wir machen uns jetzt noch ein leckeres Waldmeistergetränkchen. Jetzt kommen eine Eiswürfel rein. Habe ich mir auch extra gemacht. Kann ruhig viele werden. So, viel schadet nicht. So, dann kommt unser Waldmeister-Sirup da rein. Hast du das jetzt hier so im Blick? Ja, voll in der Mitte. Waldmeister-Sirup. Oh. Oh. Und mein Mann möchte gerne noch Bubbles. Von dem Bubble-Tee diese Blubbeln damit rein haben. Dann kriegt er natürlich ohne so eine Blubbeln damit rein. Ich finde die lecker. Müssen ja auch mal gegessen werden oder getrunken werden. So, und jetzt wird das Ganze nur noch mit Wasser aufgefüllt. Und dann haben wir einen Waldmeister-Bubble. Naja, Sirup, nicht Tee. Und wie süß man das haben will, muss man sich dann ausprobieren. Ich möchte nur rein Waldmeister haben. Kannst du doch. So, und dann kann man schön. So, ich gedacht, ich habe warm mit Wasser genommen. Jetzt kann man so einen schönen Strohhalm damit reinmachen. So, und dann lassen wir uns das erstmal schmecken. Also wir haben festgestellt, die Menge Sirup, die ich da genommen habe, reicht völlig aus. Ja. Wir finden es lecker. Das ist so ein zarter, hier hoch wollte ich gerade sagen, zarter Geschmack nach Waldmeister. Kann man ja intensivieren, je mehr Waldmeister man eben in den Sirup reinmacht oder je mehr Sirup man ins Glas macht. Also ich finde es eine coole Sache. Holt euch also auch so eine Waldmeisterpflanze für den Garten, wenn ihr einen Garten habt. Oder auch im, kann man ja auch im Bottich machen. Also kann man da sich auch hinstellen. Und dann macht Waldmeister-Sirup bis zum Erbrechen. Naja, so viel musst du nicht machen. Aber wir haben jetzt ein paar Fläschchen, das reicht uns bestimmt über das Jahr. Ja. Also wir haben dann jetzt keine Zeit mehr. Wir gehen schön Waldmeister-Sirup trinken. Bleibt also weiterhin neugierig und schaut wieder bei uns rein. Denn wir zeigen euch immer wieder die neuesten und coolsten Sachen, die wir finden oder machen. Waldmeister, coole Sache.